Tierfotografie ist ein sehr beliebtes Genre in der Fotografie und wenn ihr zum Beispiel solche Fotos hier von euren eigenen Haustieren machen wollt oder wenn ihr wilden Tieren auf die Spur kommen wollt, ohne dafür nach Afrika zu reisen, dann habe ich 3 Tipps heute in diesem Beitrag für euch. Hallo, mein Name ist Marc von FotoTV. Wir sind bei FotoTV das größte Web-TV der Welt mit über 3.500 Filmen über Fotografie und darunter auch viele zum Thema Tierfotografie. Wenn ihr wilde Tiere fotografieren wollt, dann denkt ihr vielleicht daran, nach Afrika zu reisen und dort Löwen hinterher zu rennen. Aber das ist natürlich schon sehr aufwendig und sehr teuer. Dass es auch anders geht, nämlich direkt vor eurer Haustür. Das ist mein erster Tipp, den ich aus unserem Programm für euch mitgebracht habe. Ganz speziell aus einem Film mit Sven Mörs, der hier mitten in Köln freilebenden Tieren auf der Spur ist, in dem Falle Schwänen. Und neben Schwänen fotografiert er unter anderem auch Füchse mitten in der Innenstadt. Also die Abenteuer in der Tierfotografie lauern durchaus direkt vor eurer Haustüre. Hier haben wir mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Film mit ihm, in dem er euch auch 2 ganz präzise Tipps gibt bezüglich der Perspektivenwahl und wie man bessere Fotos macht. Gut, zunächst mal müssen wir einen Standpunkt auswählen und müssen schauen, ja, wo wir den Schwan im Bild platzieren wollen. Dazu ist es einfach ja nicht zwingend erforderlich, aber einfach für die Bildgestaltung schön, dass man auf Augenhöhe mit den Tieren ist. Das heißt, wir müssen ziemlich tief auf dem Boden. Hier seht ihr es vielleicht. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, man filmt auf den Schwan drauf oder fotografiert auf den Schwan drauf. Besser ist es einfach ein Stück weit in die Hocke zu gehen, mit der Kamera gemeinsam in die Hocke. Dann hat man eine schönere Perspektive vom Tier. Ja, man kommt einfach ein Stück weit realer an die Situation heran. Und deswegen ja, bin ich eigentlich mit der Kamera bei solchen kleinen Tieren immer ziemlich nah am Boden und auf Augenhöhe mit den Tieren. Wir haben ja von dieser Situation hier aus die Möglichkeit genutzt, einfach ja, Gegenlichtaufnahmen zu machen, haben Silhouetten fotografiert. Dazu habe ich ja ziemlich extrem unterbelichtet, ja bestimmt um 1-2 Blendenstufen, wenn nicht noch mehr unterbelichtet, um ja tatsächlich nicht so ein verwaschenes Bild zu bekommen, sondern einfach schöne, harte, klare Kontraste. Habe darauf gewartet, dass die Schwäne wirklich in dem Schein der Sonne im See sich aufhalten und dann heißt es einfach ein Stück weit abwarten, Geduld zu haben. Der Schwan hat eine ganz typische Figur, das heißt für jeden sofort erkennbar. Und ja, eine Möglichkeit ist eben die Silhouette ganz krass im Kontrast zu dem Rest des Bildes aufzubauen. Und die andere Situation, die man natürlich noch nutzen kann, wenn die Sonne relativ tief steht, dass einfach noch die Strahlen durch die Bäume scheinen und man mit etwas Glück sogar ja, dadurch noch mit Licht ein bisschen spielen kann und lange Strahlen der Sonne hat, die man mit ruhig mit ins Bild aufnehmen kann. Man braucht keine Angst zu haben, gegen die Sonne zu fotografieren. Da kann man auch als Anfänger gut einfach ein bisschen rumprobieren, rumexperimentieren und sollte sich nicht von irgendwelchen Regeln und Klauseln da festschreiben lassen. Ruhig einfach ein bisschen tatsächlich ausprobieren und zu schauen, wie das funktioniert. Wenn es dann nicht Schwäne sein sollen, sondern doch besagte Löwen, dann laufen die nicht in der Kölner Innenstadt herum. Aber man muss trotzdem nicht nach Afrika reisen, denn es gibt Tierparks und Zoos. Um dort zu fotografieren, muss man einiges wissen und beachten, denn ganz häufig hat man ein Gitter zwischen sich und den Tieren. Das ist auch gut so. Die will man aber auf dem Foto nicht haben. Und da gibt es einen sehr erstaunlichen Tipp, den euch Hans-Peter Schaub, sehr versierter Naturfotograf und Herausgeber einer Naturfotozeitschrift, für euch hat. Und schaut euch mal an, wie ihr den Zaun ohne Photoshop aus dem Foto rausbekommt. Beim Fotografieren in Zoos denken viele zuerst natürlich daran, dass die Tiere in Gehegen sind und hinter Gittern. Am Beispiel dieser Löwen will ich euch mal zeigen, wie es eigentlich relativ einfach geht, diese Gitter zu überwinden. Brennweite immer maximal, das heißt so viel, dass Zoom hergibt, in diesem Fall bei diesem Objektiv, also 300 mm, Blende ganz offen. Hier ist es 5,6 bei 300 mm. Und dann ist es in der Regel hilfreich, auf manuelle Fokussierung zu stellen, weil das Gitter natürlich näher am Objektiv oder an der Kamera ist und der Autofokus ganz oft versucht, aufs Gitter scharf zu stellen. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Man geht so nah es zulässig ist an das Gitter ran
und versuche dann natürlich, das Tier so reinzukriegen, dass nicht ein Gitterstab mitten durchgeht. Und je weiter die Tiere vom Gitter weg sind, umso einfacher wird es auch. Wenn die Tiere ganz nah am Gitter sind, dann sind die Gitterstäbe oft eben noch im Schärfentiefenbereich drin. Und das ist dann nicht so schön. Aber da hinten ist zum Beispiel eine Löwin, die relativ weit weg ist. Und bei der versuche ich das jetzt mal. Es funktioniert ganz gut. Ich versuche es jetzt hier bei dem Löwen, der hier vorne sitzt. Der ist ziemlich nah am Gitter und das wird schon ganz schön schwierig. Ich versuche den von vorne zu kriegen. Der guckt jetzt gerade mal. Ich habe jetzt hier auch ganz bewusst Hochformat gewählt, weil natürlich die Gitterstäbe in diese Richtung auch angebracht sind. Wenn ich Querformat nehme, dann habe ich natürlich noch mehr Gitterstäbe mit im Bild. Ich versuche das Gleiche jetzt noch mit einer etwas längeren Brennweite, hier mit dem 150-600, und denke, dass man damit nur ein paar Sachen besser hinkriegt. Man ist natürlich näher dran, kann besser durch die Gitterstäbe durchfotografieren. Jo, das hat also ganz gut funktioniert. Deshalb sollte man sich eigentlich, wenn man im Zoo fotografiert, nicht unbedingt direkt von diesen Gitterstäben abschrecken lassen und trotzdem sein Glück versuchen. Bevor wir zum dritten Tipp kommen, ein ganz kurzer Hinweis. Die Filme, die ihr gerade gesehen habt, könnt ihr euch kostenlos bei uns bei FOTOTV ansehen. Registriert euch auf unserer Seite für den Newsletter, dann bekommt ihr 5 Credits, 5 Gutscheine für 5 Filme, die ihr euch komplett kostenlos angucken könnt, ohne dass ihr dafür irgendwelche Zahlungsdaten hinterlegt. Schaut gerne in diese Filme und schaut auch in die Filme von Elke Vogelsang, die ich jetzt euch vorstellen möchte. Ich hatte am Anfang gesagt, Tierfotografie sind ja nicht immer nur wilde Tiere, sondern viele von uns haben Haustiere, die uns sehr am Herzen liegen. Und die gut ins Bild zu setzen, ist auch eine Herausforderung. Ihr wisst das, das sind keine Motive, denen man sagen kann, mach dies, tu das. Und wenn wir uns unsere eigenen Haustierfotos angucken, dann sind das meistens Erinnerungsfotos. Der nächste Level, wenn man das so nennen möchte, in der Tierfotografie ist, heranzugehen an unsere vierbeinigen Freunde, als würde man in einem Studio fotografieren. Und in einem Studio hat man einen Hintergrund oder setzt man die Tiere in Szene. Und dass man dafür kein Studio braucht, sondern dass man Tiere durch entsprechende Gestaltung des Hintergrundes oder durch entsprechende Positionierung auch draußen sehr, sehr wirkungsvoll ins Licht setzen kann, das zeigt euch Elke in folgendem Beitrag. Dieser recht unspektakuläre Haufen Efeu wahrscheinlich ist aus der richtigen Perspektive fotografiert auch eine Kulisse. Nudi, komm mal her. Mach mal ab. Ja. Nudels zum Beispiel hier liebt es, irgendwo drauf zu springen. Und dann hat man gleich eine ganz tolle Perspektive von ein bisschen weiter unten noch. Und sie hat ihren Spaß und kann springen. Das macht sie sowieso gern. Hier ist eines meiner bekanntesten Bilder entstanden. Die Scouty sitzt wie ein Porzellanhund, immer ganz gerade. Und hier, komm mal kurz raus, ist so eine trockene Stelle in der Hecke oder in diesem Baum. Und da kann ich sie davor setzen und kann ihr sagen, geh ein bisschen zurück. Damals war die Stelle noch so ein bisschen tiefer und ich konnte sie so richtig schön reinsetzen. Und dann ist dieses Bild entstanden. Hecken bieten immer einen einheitlichen Hintergrund, ohne viel Störungen dazwischen. Ich habe diese Hecke hier oder einen Baum, wie auch immer, schon 100-mal fotografiert, aus allen möglichen Winkeln und mit einem Hund, mit 2 Hunden. Und das ist letztendlich das Bild, was recht bekannt ist, weil es so ein bisschen Witz hat, weil es ein bisschen anders ist. Und darauf bin ich gekommen, weil ich auch diesen Ort schon 100-mal durchfotografiert habe. Eine Sache, die ich super gerne mache, ist Hunde, die aus Türen schauen. Ich liebe das. Und das ist halt auch eine schöne Sache, wenn man jetzt einen Hund hat, der vielleicht nicht unbedingt so gerne stehen bleibt. Kommt mal her. Kommt mal rein. Kommt. Hauptsache, man hat was Leckeres dabei, das ist klar. Und dann kann man die Tür so ein bisschen anwinkeln und Fotos machen vom Hund, der dann in der Tür steht. Das war's schon mit unseren 3 Tipps zur Tierfotografie. Ganz einfache kleine Dinge, präsentiert von Experten, die wirklich wissen, was sie tun. Und ich glaube, ihre Bildergebnisse geben ihnen recht. Wenn euch das gefallen hat, dann möchte ich euch kurz daran erinnern, hier bei YouTube den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es neue Filme von uns gibt. Und wir haben immer noch eine Menge solcher Tipps aus unserem Programm für euch. Ja, und liked das Video. Kommt rüber zu FOTOTV. Auch dort gibt es, ich habe es euch gesagt, die ganz ausführlichen Filme und viele, viele weitere mehr. Die Experten antworten teilweise selber auf eure Fragen oder andere Leute aus der Community. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Thank you.